Kinder kommen ja auf Wunsch ihrer Eltern zu uns in die Praxis, damit wir mit ihm ein bestimmtes Anliegen lösen. Das ist nicht immer einfach. Die Eltern sind zwar unmittelbar betroffen, aber die Antworten, die wir suchen, finden wir immer im Kind. Das Kind muss seinen eigenen Weg finden und wir müssen ihm die Zeit einräumen, die es braucht, um diesen Weg zu gehen. Ein wunderbares Beispiel ist Lara. Sie kam vor 3 Jahren zum ersten Mal in meine Praxis. Damals war sie blass, schüchtern und unheimlich müde. Das Anliegen, das wir alle gemeinsam lösen wollten, war ihr unruhiger Schlaf. Die ganze Familie war völlig erschöpft. Lara hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie alleine in ihrem Bett geschlafen. In der ersten Sitzung fanden wir als störende Emotion eine starke Angst, an die sie immer zu denken musste. Ich hatte so einen grauen Nebel. Ich habe versucht, ihn loszuwerden mit allem Möglichen, mit einer Magnethand, mit Wind, mit einem Staubsauger, doch er kam immer wieder nach. Er wollte nicht weg. Es kommt schon mal vor, dass Kinder ihre Angst in der ersten Sitzung nicht loslassen können. Das ist in Ordnung so, weil wir uns ganz dem Tempo des Kindes anpassen. Aber auch für solche Situationen gibt es ganz viele kreative Möglichkeiten. Ich zog Lara damals ein blaues Armband an und sagte ihr, sie solle ihre Angst erstmal da reinpacken. Das Armband hatte ich, da ich die Angst nicht loslassen wollte. Durch das Armband hatte ich die Angst bei mir, aber nicht in mir. Irgendwann habe ich dann auch gelernt, das loszulassen. Nicht immer kann ein Anliegen gleich beim ersten Mal gelöst werden. Es kommt vor, dass plötzlich etwas viel Wichtigeres auftaucht, um das wir uns zuerst kümmern müssen. In Laras Fall war das eben die Angst. Schon nach einer Woche war Lara bereit, weiter mit mir an ihrer Schlaflosigkeit zu arbeiten. Übrigens hat ihre Mutter mir am Telefon erzählt, dass Lara nie wieder von ihrer Angst gesprochen hat. In dieser Sitzung besuchte Lara ihren Kontrollraum, ging auf die Schlaftreppe und zum ersten Mal in ihrem Leben traf sie ihre innere Freundin. Lara kam gerne noch einige Male zu mir. In jeder Sitzung löste sie ein weiteres Problem. Und von Mal zu Mal bekam sie mehr Selbstvertrauen und Freude. Ihre Entwicklung war erstaunlich. Sie wurde vom schüchternen, müden Mädchen zur fröhlichen, selbstbewussten Teenagerin. Und sie erfüllte sich sogar einen Kindheitstraum. Sie wurde Faschingsprinzessin. Eine ganze Saison lang hielt sie Büttenreden vor vielen fremden Menschen. Und es hat ihr richtig Spaß gemacht. In jedem Kind steckt so viel Potenzial. Manchmal erlauben die Umstände, die eigene Haltung oder Blockaden nicht, das zu zeigen. Komm auf uns zu, wenn auch dein Kind sich selbst im Weg steht oder wenn es ein Problem mit sich herumträgt, das ihr selbst noch nicht lösen konntet.